ziehen, damit das Feld voll ist. Was für ein 1-Euro-Spiel? Ja, wenn die erst in 14 Tagen. Alstertal. Ich übergebe einfach mal das Mikrofon, dann kommst du ein bisschen in die Mitte, sonst gibt es eine Rückkopplung. Morgen, ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass wir so viel Zuspruch haben. Nach dem kleinen Desaster gestern war es dann auch sehr, sehr gemütlich hier. Und ich hoffe, heute werden wir den ganzen Tag Spaß haben und besonders heute Abend noch mit den Bats. Wir machen dann Live-Musik. Der Gewerbebund hat sich sehr viel Mühe gegeben. Es sind ja ganz, ganz viele Stände hier. Ich hoffe, sie werden sie auch alle besuchen. Ganz besonders finde ich, dass zum Beispiel das Bestattungsunternehmen Kröger da ist. Das ist ein Thema, was meistens ausgespart wird. Gehen Sie hin, es ist wirklich sehr, sehr interessant, was da angeboten wird. Ansonsten möchte ich nicht viel mehr sagen. Ich habe hier eine ganze Latte mir gesammelt von jedem Stand. Es lohnt sich, überall hinzugehen. Ich hatte erst gedacht, ich wollte sie kurz vorstellen. Das macht aber Manfred Schub dann in einzelnen größeren Intervallen, sodass sie immer noch wieder was Neues erfahren. Jetzt übergebe ich wieder an die Musik. Und jetzt muss ich hier nochmal runter und ich euch auf die Füße trete. So, jetzt komme ich hier zu Ihnen. Haben Sie mal ein kleines Stück zu mir, da es noch keine Rückkopplung gibt. Ich darf vorstellen, und da sagen Sie selbst was zu, den Ring für Heimattanz e.V. in Hamburg. Volkstanz ist das. Ich sehe hier Trachten. Was sind das für Trachten? Das sind Blankeneser Fischertrachten. Die wurden um 1830 in Blankenese getragen. Und ihr seid alles noch Fischer? Nein. Ihr seid keine Fischer. Ihr kommt auch nicht aus Blankenese. Nee, und die Blankeneser sind auch keine Fischer mehr. Stimmt. Ne? Die fischen jetzt höchstens mal in ihrem großen Portemonnaie. Ne?
Gut, Sie sagen noch ein bisschen was zu Ihrem Volkstanzkreis, dann nehmen wir das Mikrofon wieder hoch. Der junge Mann ist nämlich unser Stativ da oben.